Ja, vielen Dank für die Einladung zum Hessischen Energieberatertag. Wie gesagt, mein Name ist Tobias Loger, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Wohnen und Umwelt in Darmstadt. Wenn ich mit Ihnen zu einem Haus gehe und das Gebäude energetisch bewerten will und ich sage Ihnen, das hat einen Energiekennwert von 180 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, dann werden Sie als Experte natürlich sofort zurückfragen, ist das jetzt der Bedarf oder der Verbrauch? Ist das jetzt auf AN bezogen oder auf die Wohnfläche bezogen? Ist das oberer oder unterer Heizwert? Ist das nach 41.08 Teil 6, 47.01 Teil 10, 18 oder 18.599 oder nach hessischem Leitfaden oder nach Passivhausprojektierungspaket gerechnet? Wir werden uns über diese Frage dann schnell einig werden können. Ich denke, im Expertenkreis können wir mit diesen Zahlen, mit diesen Energiekennwerten, Einsparzielen und so weiter gut jonglieren. Wenn wir eine Fachebene gefunden haben, wo das nicht funktioniert, ist natürlich in der Kommunikation mit dem Verbraucher. Denn der Verbraucher, der weiß nur, mein Haus verbraucht heute 2000 Liter Heizöl im Jahr und ich möchte erstmal wissen, ist das viel oder ist das wenig im Vergleich mit dem Durchschnitt? Und dann möchte ich gerne wissen, was kann ich denn so typischerweise auch mit den Wärmeschutzmaßnahmen, die ich da vorgesehen habe, tatsächlich einsparen. Das sind die entscheidenden Fragen, die wir in der Kommunikation mit außen angehen müssen. Und leider ist es jetzt so, dass diese ganze Diskussion auf der Expertenebene immer wieder nach außen schwappt und dort Wellen schlägt. Und ich denke, da müssen wir als Experten auch versuchen, immer wieder die Vernunft reinzubringen und uns auf bestimmte Systeme, an bestimmte Systeme zu halten, nämlich die Systeme, die beim Verbraucher anknüpfen, nämlich bei den Zahlen, beziehungsweise den Fakten, dem Geld, was er bezahlt, den Zahlen, die er kennt. Ich versuche ein bisschen Licht in dieses Knäuel hineinzubringen hier auf diesem Fachforum und werde dadurch dazu ein paar fachliche Beiträge liefern. Nämlich einmal die Frage, die wir nicht so ohne weiteres, ohne irgendwelche Erklärungen schnell beantworten können. Wie ist denn eigentlich der typische Energieverbrauch im Bestand heute, im Wohngebäudebestand? Ich beziehe mich heute den ganzen Vortrag nur auf die Wohngebäude, bei Nicht-Wohngebäuden haben wir nochmal andere Situationen, wo die Sache teilweise noch ein bisschen komplizierter ist. Ja, und dann die entscheidende Frage, denn was kann ich denn tatsächlich erreichen, wenn ich einen hervorragenden Wärmeschutz auf ein Gebäude bringe? Wie gut sind die Verbrauchswerte, die danach typischerweise denn so erzielt werden? Dann die Frage, wie realistisch ist die Energiebilanzberechnung als solche? Und am Ende versuche ich etwas, wie gesagt, Licht ins Dunkel zu bringen, zu zeigen, wozu denn eigentlich diese Energiekennwerte auf unserer Fachebene alles gut sein können und wie wir die vielleicht günstigerweise zum Verbraucher transportieren können. Ich fange an mit dem ersten Abschnitt, typischer Energieverbrauch im Bestand, ein paar Zweifel und Vorurteile. Dann ein kleiner Schlenker auf den Energieverbrauchsausweis und dann wollen wir uns doch mal die Verbrauchsstatistiken für Wohngebäude genauer anschauen. Ja, typische Zweifel, Vorurteile, begründete Urteile zum Teil auch, sind in puncto Energieverbrauch ist der Gebäudebestand besser als sein Ruf. Die von der Wärmedämmung erwartete Energieeinsparung wird nicht erreicht. Große Dämmstärken bringen nichts, es reicht eigentlich, wenn wir mit 18, 12 cm dämmen, mehr bringt sowieso nichts an Einsparung. Dann der Nutzer macht alles kaputt, die ganze Wärmedämmung können wir uns sparen, wenn wir die normalen Nutzer hinterher reinsetzen, dann lüften die ganze Wärme wieder raus, dann hat die Wärmedämmung nichts gebracht. Ja, und dann natürlich auch gerne auch in den Verbänden, in verschiedenen Verbänden, das Rechenverfahren ist reine Theorie, die Realität sieht ganz anders aus. Bei manchen Punkten kann man ja nicht so ohne weiteres sagen, das ist ein Vorurteil, manches ist ja sogar ein Stück weit begründet und das müssen wir uns halt mal etwas näher anschauen. Es ist ein komplexes Thema, es gibt keine einfachen Antworten, aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns diese Sache annehmen, denn diese Verunsicherung, die in der Bevölkerung rüberkommt, was Energieeinsparung, mögliche Energieeinsparung anbelangt, das bremst erheblich die Modernisierungsdynamik. Wir haben es am Anfang heute Morgen gehört, wir müssen unsere Modernisierungsrate, die jetzt beim Bestand bei 0,8% liegt, auf das Doppelte bringen. Sonst können wir die Klimaschutzziele in Deutschland im Gebäudebestand nicht erreichen. Ja, ich habe Ihnen erstmal ein Beispiel mitgebracht.
Und zwar ist das eigentlich der Versuch, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen von der Arbeitsgemeinschaft Zeitgemäßes Bauen in Kiel, die sehr viele Informationen, Statistiken zu dem Wohngebäudebestand in Schleswig-Holstein sammelt, sehr, sehr vorbildlich. Und die haben eine Untersuchung rausgebracht, die heißt, unsere alten Häuser sind besser als ihr Ruf, im Jahr 2009. Und da zeigen sie Energieverbrauchskennwerte für Einfamilienhäuser und für kleine Mehrfamilienhäuser. Das sind die grünen Werte. Und Sie sehen hier, bei Einfamilienhäusern liegen die bei ungefähr, das ist ein bisschen schlecht zu sehen bei der Auflösung, also 160 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, muss man gleich dazu sagen, bezogen auf AN. Das heißt, müssen wir nochmal 40 ungefähr drauflegen, um es auf die Wohnfläche zu beziehen. Also 200 ungefähr durchschnittlicher Verbrauch dieser Einfamilienhäuser, Heizung und Warmwasser. Und bei den kleinen Mehrfamilienhäusern auch ungefähr 160, es waren sogar ein bisschen mehr hier, 170, 180, also kleine Einfamilienhäuser 220, 240 so in dem Dreh pro Quadratmeter Wohnfläche. Und hier jetzt haben wir dann die 160 bei den kleinen Mehrfamilienhäusern, heißt auf die Wohnfläche 200. So, das ist eine sehr schöne Statistik, zumal sie eben auch zeigt, wie das abhängt von den Baualtersklassen. Das ist also eine erhebliche, sehr gute statistische Grundlage, und die Verbrauchswerte zu erheben, macht sehr viel Mühe. Allerdings stellen Sie das gegenüber den Bedarfswerten von Modellgebäuden aus der schleswig-holsteinischen Gebäudetypologie. Und diese liegen eben bei Einfamilienhäusern bei 400, 450 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, bei Mehrfamilienhäusern bei 250 bis 300 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Uns alle überrascht es nicht, aber wir werden nicht darauf gekommen, daraus den Schluss zu ziehen, dass der Gebäudebestand, hoppsa, jetzt habe ich irgendwie eine falsche Taste hier, ne, doch nicht, so, dass der Gebäudebestand eben schon so gut modernisiert wurde, sodass die Verbrauchswerte sehr, sehr viel niedriger liegen als die Bedarfswerte im unsanierten Zustand. Natürlich ist was getan worden im Gebäudebestand, aber wir kennen seit unserer Untersuchung Datenbasis Gebäudebestand, wissen wir, welchen Zustand wir erreicht haben. Er ist jedenfalls nicht so, dass das heißen würde, dass wir den Verbrauch gegenüber dem unsanierten Zustand im Mittel etwa halbiert hätten. Das ist sicherlich nicht der Fall. Wir kennen alle den Grund für diese Abweichung ist natürlich, dass der Bedarf, den Bedarf zu rechnen, etwas anderes ist, wenn man mit Normrandbedingungen rechnet, als wenn man einen mittleren Verbrauch vom Gebäudebestand sich hernimmt. Ja, und nicht ganz unschuldig an diesem Kuddelmuddel, an dieser Verwirrung, ist eigentlich der Energieausweis, der eigentlich gekommen ist, um Licht ins Dunkel zu bringen. Er hat in Wirklichkeit sehr viel Verwirrung gestiftet, und zwar schon allein der Verbrauchsausweis, der eigentlich für den Bestand, für den Wohngebäude, also den Mehrfamilienhausbestand, auch sehr wichtig ist, nämlich die Vergleichsskala, die hier angelegt wurde. Das ist die NF 2007, NF 2009 Vergleichsskala. Sie kennen alle diese Balken mit Endenergie und Endenergie beim Verbrauchskennwert. Und dann gibt es eben diese Endenergie-Vergleichsskala. Lassen Sie sich nicht irritieren durch das Wort Bedarf. Es ist die Vergleichsskala, die auf dem Verbrauchsausweis drauf ist. Und da sehen Sie, dass hier steht, Mehrfamilienhäuser energetisch nicht wesentlich modernisiert verbrauchen um die 320 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Einfamilienhäuser nicht modernisiert bei fast 400 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Da haben wir so als Praktiker ein bisschen Zweifel dran, ob das wirklich so ist, wie hoch sie wirklich sind, das werden wir gleich sehen. Aber mittlerweile gibt es ja den Entwurf zur NF 2013, und da sehen wir, oh Wunder, die Skala hat sich deutlich verändert. Hatten wir bisher einen Höchstwert von 400, ist der jetzt auf 250 runtergegangen. Wenn man das sich mal übereinander anschaut und das mal ein bisschen skaliert, das heißt, die Skalen übereinander legt, 200 liegt hier, 200 liegt hier, beides Endenergie, beides Verbrauchsausweis, dann sehen Sie, dass dort hier der Durchschnitt Wohngebäude bisher bei 220 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr lag. Und jetzt mittlerweile bei 140 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ist eigentlich schon sehr erstaunlich. Das heißt also, wir haben in den letzten 4 Jahren seit der Ende 2009 im Bestand tatsächlich 35% Energie eingespart. Ja? Also ich beglückwünsche Sie, liebe Energieberater, dass Sie das geschafft haben. Aber wir fürchten ja natürlich alle, dass das nicht unbedingt der Realität entspricht, sondern dass das eben die Kapriolen dieses Instrumentes sind. Ja, es gibt brauchbarere Energieverbrauchsstatistiken als die des Energieausweises. Ich habe hier ein paar genannt. Das Ding wackelt wirklich ein bisschen, muss ich dem Vorredner recht geben. So, jetzt versuche ich mal zu suggestieren. Also es gibt sehr gute Statistiken seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten fast, insbesondere von der
vom Abrechnungsunternehmen Techem für die Wohnungswirtschaft Energiekennwerte. Es gibt Heizspiegel, die aus Heizkostenabrechnungen erstellt werden und auch relativ zuverlässig sind. Und es gibt eine neuere Untersuchung, die will ich jetzt hier aus einem bestimmten Grund nochmal herausgreifen, an der Untersuchung der TU Braunschweig von Professor Fisch, der Vergleichswerte für den Verbrauch von Wohngebäuden im Auftrag des Bundes erstellt hat, mit dem Ziel, diese Vergleichsskala des Energieverbrauchsausweises neu einzujustieren. Also es war genau das Problem erkannt, es kann irgendwas nicht mit dieser Skala nicht stimmen, wir müssen uns näher anschauen. Und hier waren noch die Bildchen dazu zu sehen, also Techem-Bildchen, dann diese bekannten Heizspiegel und die Untersuchung von der TU Braunschweig zu der Skalierung der Vergleichsskalen. Ja, sie haben also sich Datensätze besorgt von Abrechnungsunternehmen, von Brunata Metrona und von der Delta GmbH in Leipzig, die Dienstleister für Versorgungsunternehmen sind, und haben eben solche Statistiken erstellt, hier für Öl, Gas, einmal die Verbrauchskennwerte, auch hier wieder bezogen auf AN, das heißt, wir haben einen Mittelwert von knapp 140 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Wenn man das jetzt mal wieder auf die Wohnfläche umrechnet, dann liegen wir also beim Mittelwert so ungefähr bei 170 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für Heizung und Warmwasser. Das ist so der Mittelwert im deutschen Bestand aus diesen Abrechnungsdaten heraus. Techem kommt zu ähnlichen Ergebnissen. Es gibt diverse Untersuchungen zu dem Mittelwert im Bestand. Das heißt, das können wir uns schon mal im Kopf mal merken, mal festhalten. Das ist so der typische Verbrauch. Was die aber jetzt gemacht haben, ist, dass sie noch mehr Informationen hatten über diese Verbrauchsdatensätze. Und zwar wussten sie, welchen Sanierungszustand diese Gebäude haben und haben jetzt mal beispielhaft für 200 Quadratmeter Einfamilienhäuser den Sanierungszustand komplett unsaniert als Verbrauchskennwert, als mittleren, vorwiegend saniert, Neubau 95 oder komplett saniert und Neubau 2002 hier ermittelt. Ich habe das auch jetzt hier wieder mal, um in einem Bezugssystem zu bleiben, nochmal auf die Wohnfläche bezogen, als Kennwerte dargestellt. Und Sie sehen hier, beim Einfamilienhaus heißt es beim Kleinen, wir haben um die 260 Kilowattstunden pro Quadratmeter, wenn es unsaniert ist. Und wenn es komplett auf Neubaustandard ist, haben wir um die 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Jahr als statistischer Mittelwert. Es sind eigentlich nicht so viele Gebäude drin, 2%. Fragt man sich auch, warum sind eigentlich Neubauten Ende 2002 in die Energieverbrauchsausweisdatenbank gekommen? Denn es ging hier darum, nicht Abrechnungsdaten auszuwerten, sondern die Daten von Energieverbrauchsausweisen auszuwerten. Ja? Also ob das jetzt die besten der NF sind, weiß ich nicht, aber jedenfalls ist es eine relativ kleine Menge, auch so, dass es also nicht wirklich statistisch relevant ist. Für einen großen Mehrfamilienhausbereich haben wir also unsaniert 180 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr Wohnfläche für Heiz, Öl und Erdgas. Auch eine schöne Zahl, die kann man sich einfach mal merken. Die taucht auch immer wieder mal auf. So, das ist jetzt schon mal ein sehr guter Stand für den unsanierten Zustand. Leider müssen wir an diesen Werten für den sanierten Zustand ein Stück weit unsere Zweifel haben. Sie sehen nicht so besonders toll aus, dass sich alles bei 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr aufwärts. Das ist also eigentlich ein sehr schlechtes Sanierungsergebnis. Wohlgemerkt allerdings mit Sanierungszuständen ab 1995. Das ist ja mittlerweile auch schon wieder 17 Jahre, ein Zeitraum von 17 Jahren mit Dämmstandards, die sehr, sehr schlechter waren. Wir erinnern uns auch, die Neubau 95, das war ja mitnichten der Niedrigenergiehausstandard von heute, sondern das war 30-40%, wenn nicht sogar 50-60% mehr Verbrauch. Ich habe es nochmal nachgeguckt in unserer Stellungnahme zur NF 2002, was hier jetzt steht, Neubau 2002, das entsprach ungefähr dem, was wir auch vorher gesagt haben, was NF-Neubauten ungefähr an Endenergie verbrauchen werden. Also insofern für Neubauten nicht ganz überraschend, für den Bestand jetzt eigentlich vermutlich eher nicht wirklich das wahre Bild bei der Modernisierung, denn wir müssen uns nochmal anschauen, wie wurde denn gefragt. Es waren Fragebögen, die auf die Ausstellung des Energieverbrauchsausweises ausgingen. Und der Großteil der Gebäude, da wurde gefragt, zum Beispiel mit der Wärmedämmung der Außenwände, noch nicht verbessert. Wärmedämmung der Außenwände noch nicht verbessert, vor 1995 nachträglich verbessert. Oder Gebäudebaujahr größer 1995 bzw. ab 1995 nachträglich verbessert. Also wenn man als Hauseigentümer das verstanden hatte, dann hat man es vielleicht sogar richtig eingetragen. Aber nachträglich verbessert, was heißt das denn, Wärmedämmung nachträglich verbessert?
Wir wissen aus der Untersuchung Datenbasis Gebäudebestand, dass im Durchschnitt über alle Wärmedämmmaßnahmen ungefähr immer als Mittelwert 75% der Fläche gedämmt wird. Das heißt, es ist einmal 100%, das andere Mal ist es nur 50%. Aber wenn ich 50% gedämmt habe, dann trage ich hier auch das Häkchen rein, dann zählt das sofort als energetisch durchmodernisiert. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit bei der Befragung. Die Delta GmbH hat da etwas genauer gefragt und auch sehr vorbildlich eigentlich, nämlich Wärmedämmung, ist sie da, innen, außen, was ist für Material, wie viele Zentimeter sind es? Leider fehlt noch die kleine Frage, wie viel Prozent der Fläche ist denn damit gedämmt worden? Also das hätte die Sache perfekt gemacht, aber immerhin schon mal ein recht guter Ansatz. Und aus meiner Sicht ist diese Abfrage des Gebäudezustands im Zusammenhang mit dem Energieverbrauch eine sehr vorbildliche Sache, die man eigentlich in Zukunft weiter betreiben muss. Am besten noch gleich gar nicht bei der Energieverbrauchsausweisausstellung, sondern schon bei der Abrechnung, bei der Erstellung der Abrechnung. Ja, jetzt kommt die nächste Frage. Wir wissen also jetzt doch ungefähr, was unsanierte, nee, wir wissen es nicht nur ungefähr, wir wissen es eigentlich jetzt sogar genau, was unsanierte Gebäude im deutschen Wohngebäudebestand an durchschnittlichem Verbrauch haben. Welche Verbrauchskennwerte können wir denn nun durch wirksamen Wärmeschutz tatsächlich erreichen? Die letztgenannte Untersuchung hat uns dazu nicht wirklich richtig weitergeholfen. Deswegen versuchen wir jetzt mal hier schrittweise vorzugehen. Und zwar die erste Frage unter optimalen Bedingungen, das heißt Neubauprojekt, Modellprojekt, motivierte Bewohner. Was kann ich denn da technisch erreichen, wenn der Nutzer wirklich sich optimal verhält? Und dann die nächste Frage in der Breite. Was ist denn, wenn ich jetzt doch in den Bestand reingehe, wenn ich modernisiere, wenn ich Mietwohngebäude habe, wo nicht jeder Bewohner weiß überhaupt, was für einem hochwertigen Gebäude er eigentlich sitzt. So, da gibt es viele Projekte, die kann man sich aus den verschiedenen Forschungsberichten zusammensammeln. Es ist leider nicht so, dass es das schon so griffbereit irgendwo in der Ecke läge. Also hier ein Beispiel, eine Passivhaussiedlung in Wiesbaden, die vom PAI und von uns begleitet wurde und wo wir einen Energieverbrauch gemessen über eine Heizperiode, je nach Wohneinheit zwischen 5 bis 19 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr gemessen herausbekommen haben. Im Mittel also 10,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, gerechnet mit realen Nutzungsbedingungen, mit lokalem Klima Wiesbaden. Für das Jahr haben wir gerechnet 9,5 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Das heißt, Theorie und Praxis stimmen da wunderbar überein, unter Laborbedingungen wohlgemerkt. Wir wissen, wie die Gebäude genau aussehen, was sie für Qualitäten haben, mit welcher Qualität sie erstellt wurden. Wir wissen sogar einiges über die Bewohner, mit welchen Temperaturen sie darin wohnen. Das heißt, unter diesen Bedingungen stimmt das Bild einfach. Man kann mit den Bilanzmodellen sehr gut arbeiten. Jetzt hier eine andere Auswertung, wo wir momentan noch ein bisschen weniger wissen, aber was ich hier schon nochmal anführen wollte, weil es eigentlich auch eine ganz interessante Sache ist, von der DENA vorgestellt auf unserer letzten IBU-Fachtagung, eine Auswertung, Verbrauchsauswertung von 63 Modellgebäuden der DENA, die rausgekriegt haben, dass für diese im Mittel gerechnet 45 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr AN rauskam als Verbrauchswert gemessen. Also sie haben sind rangegangen, haben die Verbrauchsunterlagen angefordert, haben das ausgewertet, haben die den Gebäuden zugeordnet und haben dann rausbekommen. Also es kam im Mittel 54 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr heraus. Also im Prinzip ein bisschen höher, aber auch eigentlich so, möchte ich mal sagen, halbwegs das Einsparziel erreicht. Wenn man dann noch bedenkt, dass es nach NF gerechnet mit 19 Grad Raumtemperatur und wir wissen, dass im Wohngebäudebestand modernisiert, also im Mehrfamilienhausbestand modernisiert eher dann bei 21 oder vielleicht sogar noch mehr Grad liegen, dann ist das eigentlich auch schon ein ganz gutes Ergebnis, was uns in unserem Weg jetzt in Richtung energieeffizienter Gebäudebestand eigentlich festigen kann. Die DENA hat versprochen, dass es auch noch eine detaillierte Auswertung dazu geben wird, die man sich dann in den nächsten Wochen hoffentlich dann auch genauer angucken kann. Wir haben in der Vergangenheit auch schon mal gesammelt, 2007 in einer Publikation, Beispiel Mehrfamilienhäuser rausgesucht, die energetisch modernisiert wurden. Leider können Sie das jetzt überhaupt nicht lesen, macht aber auch nichts. Sie können die Präsentation ja auch später nochmal runterladen. Aber da haben wir mal die Gebäude hergenommen, haben versucht, die Verbrauchsdaten zu bekommen, die energetischen Kenndaten, mit wie viel Zentimeter wurde das gedämmt und dann eben die Energiekennwerte gemessen, Heizung und Warmwasser, hier 40, 60, aber auch mal 80 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr mit zugehörigem Jahr, wann wurde das gemessen, dokumentiert.
Und wir werden versuchen, noch hier die energetischen Kenndaten so aufzubereiten, dass man dann ein Stück weit eine Information über die Qualität der Gebäude hat und dann die Verbrauchsdaten dieser Beispielgebäude, da haben wir noch eine Seite mit Beispielgebäuden, dann eben in Beziehung zu setzen. Mehrfamilienhäuser deshalb so schön, weil eben da viele Nutzer drin sind, weil die sich unterschiedlich verhalten und eben auch eben ein durchschnittlicher Nutzer dann typischerweise anzutreffen oder zu definieren sein kann. Ja, wie realistisch ist denn nun die Energiebilanzberechnung? Wir hatten eben schon gesehen, sie kann durchaus realistisch sein. Und zwar dann, wenn ich ganz genau hingucke. Hier als Beispiel das Simulationsmodell Dünnbill, was Wolfgang Feist entwickelt hat, um das Passivhaus zu konzipieren, die Idee des Passivhauses umzusetzen in seiner Dissertation, zu formulieren, wie ein Passivhaus aussehen muss. Er hat es damit vorprojektiert, er hat damit nachgerechnet, nachdem es realisiert wurde, und es kam heraus, die Theorie und die Praxis stimmt überein. Hier ein Beispiel, Vergleich zwischen Simulation und Messung. Das eine, die durchgezogene Linie ist die Simulation, die Punkte sind Messungen von Raumtemperaturen bei solarer Einstrahlung in einem kalten Winter, an einem kalten Wintertag. Man konnte diese thermischen Vorgänge wunderbar abbilden. Und das heißt, man kann eigentlich mit den physikalischen Modellen, die man hat, eben auch die Realität dann doch sehr gut abbilden, wenn man Laborbedingungen hat. Das heißt, wenn man die ganzen Randbedingungen kennt. Und wenn man die Randbedingungen kennt, abgeglichen hat, dann kann man natürlich auch die einfacheren Bilanzverfahren mit diesen aufwendigen Verfahren abgleichen. Und das wurde in der Vergangenheit auch getan. Die Monatsbilanz und die Heizperiodenbilanz, die können tatsächlich sehr, sehr gut den Heizenergieverbrauch eines Gebäudes voraussagen, unter der Bedingung, dass die Eingangsdaten bekannt sind. Das gilt natürlich auch für die dynamische Simulation. Ich muss genau wissen, wie groß ist die thermische Fläche des Gebäudes. Ich muss was über die Materialien, Schichtdicken, Wärmeübergänge, äußeren Randbedingungen und so weiter, inneren Randbedingungen wissen. Das muss ich im Prinzip alles kennen, um wirklich genaue Voraussagen machen zu können. Das wird natürlich in der Praxis nicht detailliert gelingen. Und wir können ein paar Blicke hineinwerfen in diese Formulierung von Randbedingungen. Ein Punkt ist das Nutzerverhalten, also die Raumtemperatur, die sich in Gebäuden einstellt. Hier Ergebnisse von Messprojekten, die und mein Kollege Marc Großfluss mal zusammengetragen hat, Passivhäuser und Niedrigenergiehäuser, gemessen in der Heizzeit, also dann, wenn wirklich Heizwärme abgefragt wurde, kam raus, im Mittel liegen wir bei ungefähr 20, 21 Grad Raumtemperatur bei diesen sehr gut gedämmten Gebäuden, als Mittelwert in der Heizzeit. Dem gegenübergestellt, gemessene mittlere Raumtemperaturen in in Altbauten, Bestandsgebäuden, die gemessen bei 17, 18 Grad ungefähr liegen. Es gibt auch eine neuere Untersuchung von Metrona Brunata, die auch gemessen haben, auch auf ähnliche Temperaturen im Geschosswohnungsbau kommt. Das heißt, wir haben hier eine erhebliche Differenz und die muss ich natürlich eigentlich in der Energiebilanz auch berücksichtigen. Wir tun das im hessischen Leitfaden. Wir haben so eine Anpassungskurve da definiert, sodass dieser Effekt zumindest etwas realistischer bilanziert wird. Trotzdem, auch wenn ich weiß, ich kann meine Einzelgrößen genauer einstellen und weiß, was da los ist, ich muss am Ende gucken, was kommt raus und muss das mit der Realität vergleichen. Hier eine Analyse, die wir gemacht haben im Rahmen des ökologischen Mietspiegel Darmstadt. 1400 deutsche Einfamilienhäuser mit einer einheitlichen Software gerechnet. Hier der Bedarfskennwert Heizung und hier oben aufgetragen das Verhältnis Verbrauchskennwert zu Bedarfskennwert Heizung. Eins wäre sozusagen der Fall, der Bedarfskennwert stimmt genau mit dem Verbrauchskennwert überein. Und wenn es unter 1 ist, heißt das halt, der Verbrauchskennwert liegt deutlich niedriger. Also im Bestand, das heißt bei schlecht gedämmten Gebäuden, liegen wir dann im Mittel so ungefähr bei 0,5 bis 0,6 des Bedarfskennwertes, wenn wir nach der NF rechnen. Ja? Und diese Information allein kann mir schon sehr viel weiterhelfen, weil wenn ich nach NF rechne, dann kann ich eben ungefähr sagen, was ist denn so der Erwartungswert für den Energiebedarf eines Gebäudes. Also ich rechne zwar einen Wert von entsprechend 300 aus, aber wenn ich es dann mit dem Faktor 0,6 multipliziere, dann weiß ich, da wird vermutlich eher so 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr herauskommen. Und das möchte ich eigentlich hier anregen, diese Philosophie verstärkt in Zukunft zu verwenden. Wir haben das jetzt auch gemacht in unserem Update der deutschen Wohngebäudetypologie, die es auch als Webtool verfügbar gibt, die wir im Rahmen von einem EU-Projekt
entwickelt haben, wo wir eben für die deutsche Wohngebäudetypologie die Kennwerte gerechnet haben, nach dem, im Prinzip nach dem Verfahren ähnlich dem hessischen Leitfaden, wo wir dann aber eben einen Verbrauchsabgleich nach diesem Schema, was ich vorhin gezeigt habe, gemacht haben, sodass bei Mehrfamilienhäusern hier jetzt bezogen auf die Wohnfläche, aber auch oberer Heizwert in dem Fall mal, also Brennwert mal zur Abwechslung, ungefähr 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für unsanierte, ungedämmte Gebäude herauskommt, sodass wir dann eigentlich wieder, wenn wir den Brennwert rausnehmen, auf Heizwert umrechnen, bei 180 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr für ungedämmte Bestandsgebäude rauskommen, sodass die Aussagen, die man mit der Typologie jetzt machen kann, in der Berechnung für, aus unserer Sicht jetzt zumindest so weit wie es geht, realistisch sind, was auch Einsparmöglichkeiten anbelangt. So, ich versuche jetzt gerade mal ein bisschen auf die Tube zu drücken, um die Kurve noch zum Schluss zu kriegen. Ja, ich denke, man muss einfach unterscheiden, macht man eine Normberechnung nach ENF mit Standardrandbedingungen, die kann man auch gut benutzen, um Gebäude untereinander zu vergleichen, aber eben für den behördlichen Nachweis wird die verwendet, oder bin ich in der Praxis drin und das heißt in der Energieberatung, wahrscheinlich machen Sie es auch schon seit Jahrzehnten oder Jahren zumindest, ich muss an den Verbrauchswert die Energiebilanz anpassen, um realistische Aussagen zu machen, eine ganz normale Sache. Was jetzt vielleicht nochmal neu ist, ist, dass man eben versucht, aus statistischen Aussagen, wie denn das Verhältnis Bedarf-Verbrauch für viele Gebäude aussieht, dass man dann sagt, was wäre denn der Erwartungswert des Verbrauchs, wenn ich eine bestimmte Qualität der Gebäudehülle plus eine bestimmte Anlagentechnik habe. Und ich denke, das müssen wir in Zukunft stärker tun. Ich komme zu den letzten Folien. Jenseits des Energieausweises heißt das, wir gucken erst nochmal auf den Energieausweis drauf. Aus meiner Sicht ist es fatal, dass beim Energieausweis eine Größe eingeführt wurde, die der Verbraucher nicht kennt, wo er sich nicht wiederfindet. AN weiß niemand, wo er es in seinem Gebäude findet. Fatal ist auch, dass für den Bedarf und Verbrauch die gleiche Skala verwendet wird, wo wir alle wissen, dass wenn ich nach Normrandbedingungen rechne, da was völlig anders rauskommt. Die Bundesregierung hat es ja im Prinzip korrigiert beim Verbrauchsausweis. Sie hat es jetzt nur beim Bedarfsausweis verschlimmbessert, denn da ist jetzt die Skala vom Verbrauchsausweis drin. Also es ist immer noch die gleiche Skala für Verbrauch und Bedarf, nur an der einen Seite passt es jetzt besser, an der anderen Seite passt es dafür gar nicht mehr. Also mal gucken, ob da noch was Gescheites rauskommt. Was auch fatal ist, ist aus meiner Sicht eben Modernisierungsempfehlungen, Einsparungen mit Normnutzung halt zu berechnen. Aber jenseits des Energieausweises, das Problem besteht nicht darin, dass es eine EU-Richtlinie gab, die das vorgeschrieben hat, sondern das Problem bestand darin, dass es hieß, nur es gibt eine 1-zu-1-Umsetzung. Und 1-zu-1-Umsetzung heißt, ich nehme den Geist nicht auf, ich mache jetzt einfach nur, was in der Richtlinie drinsteht. Stattdessen hätte man vielleicht mal gucken sollen, wie man diese Transparenz, die von der EU gefordert wird, eben in der Praxis auch verankern kann. Und das wäre eben einmal, dass man als Verbraucher immer Vergleichswerte in der Abrechnung findet, dass ich also immer Mittelwerte und Bestwerte hier antreffen kann, um mein Gebäude mit Statistiken zu vergleichen. Und der zweite Punkt, der mir auch ganz wichtig ist, weil wir sehen in den letzten Jahren zunehmend modernisierte Gebäude, die einfach die Einsparziele nicht erreichen. Und da wird dann teilweise auf den Rebound-Effekt verwiesen und so weiter und das alles dann in Ruhe gelassen. Nein, sage ich, wenn wir die Einsparziele nicht erreichen, müssen wir genauer hingucken und dafür brauchen wir ein Monitoring. Und zwar für Gebäude, für Einzelgebäude, als auch für größere Gesamtheiten von Gebäuden. Wir haben, was die Vergleichswerte anbelangt, haben wir sogar jetzt schon eine gesetzliche Grundlage, nämlich im Energiewirtschaftsgesetz von 2011 steht drin, dass Vergleichswerte in Gas- und Stromrechnungen in Zukunft auftauchen müssen. Da kann man mal im Internet gucken, was man da so als Ideen findet. Das sind ganz seltsame Blüten zum Teil. Da werden dann zum Beispiel die Skalen aus dem Energiebedarfsausweis, die werden dann da als Vergleichswerte dann angeführt. Also so kann man es natürlich nicht machen. In Wirklichkeit müssen natürlich die Verbraucher, die Versorger gucken, was haben wir denn für Verbrauchsstatistiken und die eben auch als Vergleichsskalen da liefern. Ja, nochmal ein Wort zum Rebound-Effekt. Der Rebound-Effekt, der auch jetzt in der Öffentlichkeit sehr stark in den letzten Monaten präsent war, der heißt für mich erstmal, es gibt höhere mittlere Raumtemperaturen in den Gebäuden und das aus drei Gründen, nämlich zum einen mal, es gibt eine geringere Auswirkung der Nachtabsenkung, es gibt eine geringere Auswirkung der räumlichen Teilbeheizung, in einem gut gedämmten Gebäude sind die Räume untereinander besser thermisch gekoppelt und
mich kostet das Grad mehr an Temperatur einfach viel weniger als vorher. Wenn ich bisher noch 100 Euro zahlen musste für ein Grad mehr, muss ich jetzt nur noch 25 Euro berappen. Und das kann ich mir leicht mal eben leisten. Das heißt, das sind diese Effekte, die dazu führen, eine Abweichung des Energieverbrauchs vom Energiebedarf, und zwar wenn er dann realistisch berechnet wird, sozusagen als Erwartungswert, ist für mich kein Rebound-Effekt, das kann nicht als solcher abgetan werden, sondern wenn man realistisch rechnet, dann bedeutet eine Abweichung vom prognostizierten oder vom Erwartungswert des Verbrauchs, dass ich genauer hingucken muss, dass ich die Anlagentechnik überprüfen muss, die Regelung anschauen muss und die Bewohner unter Umständen informieren muss. Aus Zeitgründen überspringe ich mal diese Folie. Also man braucht in Zukunft bestimmte Daten, die man in diesem Zusammenhang sammelt. Das sind im Prinzip auch Daten, die für den Fragebogen Datenbasis Gebäudebestand von uns verwendet wurden, aber auch im Kurzverfahren Energieprofil drin auftauchen. Es geht nicht um ein Rechenverfahren, sondern es geht um die Informationen, die man eigentlich haben muss, um einen Verbrauch vernünftig bewerten zu können und beurteilen zu können. Und wenn ich das habe, dann kann ich auch, wenn ich ein einzelnes Gebäude habe und sehe, wo das vor der Modernisierung liegt, also das ist die energetische Qualität, rechnerisch sozusagen, ob das jetzt HT-Strich ist, ob das Heizwärmebedarf ist, Endenergiebedarf gerechnet ist, egal. Ich weiß, wo es theoretisch liegt und ich habe den Verbrauch des Gebäudes. Und dann sage ich, okay, das soll jetzt hier energetisch deutlich verbessert werden. Und dann kann ich auch auf der Basis der Statistik, die es gibt, kann ich auch sagen, was ist denn der Erwartungswert des Verbrauchs für dieses Gebäude, wenn ich so weit verbessere. Und wenn ich dann sehe, dass es in einem Bereich nicht hier liegt, sondern dass es viel höher liegt als das, was jetzt hier erwartungswert wäre, dann muss ich halt eben genauer hinschauen und entsprechend nachbessern, weil dann gibt es irgendwelche Gründe, die dazu führen, dass die Abweichung deutlich größer ist, sei es durch Nutzerverhalten, weil immer die Fenster offen stehen, sei es, weil die Heizung falsch eingestellt ist, immer zu hohe Vorlauftemperaturen sind, was auch immer. Gut, ich komme zum Resümee meines Vortrags. Aus meiner Sicht sind Energiebilanzberechnungen sehr nützlich und verlässlich, sofern sie denn mit der Realität abgeglichen sind. Und das gilt lustigerweise eben auch für alle physikalischen Modelle. Wenn ich ein physikalisches Modell in der Praxis verwenden will, dann muss ich immer gucken, was kommt beim Experiment raus und dann vergleiche ich das mit dem Modell und kalibriere an den unsicheren Parametern. Das ist eigentlich normale Physik, normaler physikalischer Alltag. Realistisch heißt dann keinesfalls, dass es gleichbedeutend sein muss mit kompliziert. Im Gegenteil, je einfacher ein Modell ist, desto besser lässt es sich für statistische Mittel auch validieren. Im Einzelfall kann ich dann wieder einzelne Einflussgrößen nicht so gut nachweisen, aber wichtig ist ja erstmal, dass im Mittel was Gescheites rauskommt. Realistische Berechnungen sind notwendig für Monitoring, um den Verbrauch nach Durchführung von Maßnahmen mit dem Erwartungswert des Verbrauchs vergleichen zu können. Und wir brauchen eben in Zukunft, und das ist jetzt mein Plädoyer, also auf den verschiedenen Ebenen in Zukunft verstärkt diese Monitoring-Aktivitäten, wo wir nachschauen beim Einzelgebäude, was verbraucht das Gebäude denn wirklich und vergleichen mit den Erwartungswerten, dass wir das bei Gebäudeportfolios von Wohnungsunternehmen tun müssen. Die wissen nämlich gar, also da werden zwar Abrechnungen erstellt, aber es gibt keine verlässliche Information dafür, wie viel im Mittel denn jetzt für ein einzelnes Wohnungsunternehmen verbraucht wird und wie das zusammenhängt mit der energetischen Qualität der Gebäude. Bei Kundengruppen, also Energieversorger, sind da prädestiniert für, im Prinzip mit ihrer Abrechnung eben die Statistiken mitzuliefern, wo man sich einordnen kann und vielleicht noch eben, wie wir es gesehen haben, beim Energieverbrauchsausweis bestimmte Größenmerkmale mitzuerheben, die für eine energetische Qualität ausschlaggebend sind. Ja, und das Ganze eben auf den verschiedenen Ebenen, auf kommunale, Landes- und Bundesebene, EU-Ebene fehlt noch am Ende. Also wir haben viel zu tun als Energieberater und Leute, die sich um Energieeinsparungen in Gebäuden kümmern und das Plädoyer, diesen Verbrauchsstatistiken eben ein Stück weit als Monitoring mit in den Blick zu nehmen, mit dem möchte ich hier meinen Vortrag schließen. Vielen Dank.